Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles Isle of Zipta. Ja, unserer dritten Werkstättenbaufolge jetzt. Und ihr werdet es nicht glauben. Also bis gerade, ich habe mich extra hingestellt, die Sonne ging gerade auf und hat auf uns geschienen. Ja, ich drücke den Aufnahmeknopf und es sieht so aus. Gut, ich habe hier vorne jetzt den Weg mal eine Zweierbreite gemacht. Hier, wo es so den Abhang quasi runter... Oh, was habe ich denn da gebaut? Okay, das habe ich nicht gesehen. Da habe ich irgendwie... So war das nicht geplant. So. Ja, habe ich jetzt eine Zweierbreite gemacht. Bin dann hier außen rum in der Zweierbreite und... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also besser habe ich es nicht hinbekommen. Kriegt die Treppe halt nicht, dass die in die Foundation reinrutscht. Bisschen schade, aber ich denke, wir werden es hinterher auch nicht mehr sehen. So, dann habe ich jetzt hier mal die Plattform gesetzt und ich bin am überlegen, in dieses Gebäude den Rüstungsmacher und Holz einzubauen. Oder ob ich nur Holz mache. Da bin ich mir halt noch nicht sicher. Kann das Gebäude natürlich auch kleiner machen. Dass ich die zwei Reihen vielleicht wegmache. Und dann hier nur die Holzverarbeitung. Und dann da drüben ein separates Gebäude nochmal. Für Rüstungsmacher. Oder wir machen hier nur Rüstungsmacher hin. Und gehen mit der Holzverarbeitung noch ein Stück weiter runter zwischen die Bäume. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, der Baustil wird ähnlich der Schmiede sein, schätze ich. Weil... wir da jetzt einmal mit angefangen haben. Und ich den eigentlich auch ziemlich gut finde. Diese massiven Steine. Für solche Werkstätten. So. Machen wir hier aber mal mehr Fenster rein. Da noch Weg setze. Ach man, mach doch nicht immer die Blümchen weg. So erstmal. Das ist ja schon ein Sicherheitsbereich hier, oder? Wenn man klopft und so, dann können die erstmal gucken, wer steht denn da. Ja, ich glaube, das mache ich. Und oben wieder
das Holz, ne? Soll ja schon gleich aussehen. Wird aber echt groß, oder? Hui. Na gut. Fehlt gleich wieder Eisenverstärkung oder. Ach Mann. Ja. Na, mal gucken. Vielleicht haben wir schon wieder welche fertig. Ja, wir haben auf jeden Fall fertig, aber die Frage ist, wie viele? Holz haben wir noch. Normale Ziegel. Müssen aber auch fertig sein, ne? Oh ja. Oh ja, 56, toll. Den hatten wir nicht an. Naja, ein paar haben wir wieder. So, jetzt müssen wir das Dach fertig kriegen. Okay. Werkstätten. Können wir da irgendwas machen? Gerbertisch, nein, den brauchen wir nicht. Rüstungs. Jo, guck doch. Zirn. Was ist denn der verbesserte? 50 Stahlbarren. Hat die Stahlbarren hier? Ja, praktisch ist das natürlich nicht mit, ja, so vielen unterschiedlichen Gebäuden, aber darum geht es ja hier jetzt auch nicht. Soll ja einfach nur so ein Dorfcharakter entstehen. Oh, hier mal ein bisschen Zimmern in der Zeit. Dieses Vieh. Was wollte ich jetzt? Stahlbahn. Haben wir Stahlbahn? Natürlich habe ich keine Stahlbahn hier. Oh, drüben in der Werkbank könnten noch welche sein. Und dafür möchte ich jetzt natürlich nicht extra bauen. Weil das ist, mal eben eine halbe Stunde. Ich glaube, da würde ich mich sogar teleportieren. Gehärtete Stahlbarren. Keine normalen Stahlbarren hier. Bisschen Stahlfeuer. Was haben wir denn hier drin? Stöcke. Stahlverstärkung, da könnten wir Stahl draus machen, oder?
glaube. Ach, hier habe ich ja noch ohne Ende Zirn. Steine haben wir auch noch. Die können wir dann mal in den Gerber reinpacken. Hier ist noch genug drin, ne? Ja. Na, werden unsere Wachen noch satt. Ich komme über dieses Vieh nicht hinweg. Du müsstest gleich auch umziehen. So. Dann packen wir das hier schon mal ein. Ja, da haben wir doch die Werkbank. Brauchen wir doch gar keine neu bauen. Also, müssen sie neu bauen, aber... Wir haben ja die Mats dafür auf jeden Fall. Ha. Aufheben. Du bleibst erstmal da stehen. Die Werkbank, weiß ich nicht. Mit dem Aufräumen. Da belaste ich mich jetzt nicht mit. Du machst mich wahnsinnig, wie. Ich kann nicht, das ist wie. Weiß auch nicht, ich kann nicht aufhören, da hinzugucken, wenn ich den sehe. Verbesserte Werkbank-Rüstungsmacher. Ich würde die gerne mal so ein bisschen wieder. So. Ah, es juckt. Dann Zimmerer. Ich mach den Zimmermann mit hier rein. Das Gebäude ist so groß. So. Jetzt stellen wir die Dame mal wieder an die Arbeit. Zack. Stöcke rein. Holz rein. Das machen wir nach da unten. Ist noch mehr Pfeile? Nee. Ein Taskmaster, den wir vielleicht irgendwann mal hier brauchen. Schauen wir mal Holz her. Das packen wir erstmal da rein. Das war schon wieder zu viel, weil wir brauchen ja auch noch ihn hier. So. Kambodschanische Rüstung, Stahlwaren, stärktes Leder, das kann da rein. Die können damit rein. Wo habe ich jetzt die Suppen her? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Tue die mit da rein. So. Ja, ist jetzt alles wieder so ein bisschen aufräumen und bauen. Alles wieder ein bisschen gemischt. Weiß ich nicht, wenn wir noch Steine brauchen. Gehen wir los und holen welche. Rinde. Können wir Lederer mal anschmeißen? Also ein Gerber. Ja, geh mal lieber weg, sonst landest du gleich hier drin. So, führe mich nicht in Versuchung. Hat er die jetzt alle auf einen Schlag hergestellt? What the heck? Ich hab grad... Ihr habt das auch gesehen, ne? Der hat jetzt auf einen Schlag... alles Leder verarbeitet. Was war das denn? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber... Wie? Warum? Okay. It's magic. Ach, Mann. Also, ich frage mich langsam, ob unser Dorf zu dunkel ist. Mit dem Arena. Oder ob man das vielleicht komplett in Yamatai machen sollte. Ich weiß nicht, ob der Kontrast doch zu groß ist. Ich bin mir da echt unsicher. Oder vielleicht hier aus dem Holz? Aber eine Schmiede untenrum aus Holz? Oder da, wo die Schmelzen stehen? Also das mit dem Turm finde ich ganz gut. Unten Arena. Oben das Helle. Diesen Kontrast finde ich gut. Hier der Klotz ist natürlich... Und vorne ist der echt übel. Wenn ich die vordere Reihe... Ich will mal irgendwas ausprobieren. Wenn wir das so... Mit dem Gewölbe ist von innen echt cool, aber von außen macht das ganze Gebäude echt super klotzig. Vielleicht verzichten wir doch auf das Gewölbe innen drin. So sieht schon viel besser aus. Also es wäre natürlich cool, wenn wir hier irgendwas hätten. Hm,
Moment mal. Krieg ich dich? Dahin. So. So. Ja, da müssen wir dann ein Stück machen. So. Ich weiß, ich könnte aufhören, jedes Mal so zu sein, aber ist einfach. Weiß auch nicht, man. Wenn man irgendwas fertiggestellt hätte. Nein, ich sag jetzt nicht so. Jetzt habe ich es doch gesagt, aber heimlich. Warum? Ach Mann. Gebt mir doch bitte von dem Stallzeug mehr Klamotten. Ah, okay. Gibt's dann demnächst im Battle Pass. Dann müssen wir den jetzt wieder wegmachen. Das Rot ist mir egal. So. Hämmer schön weg. Gucken. Besser, oder? Passt dann auch so von der Optik zum hinteren Gebäude. Ja, doch, gefällt mir. Also wesentlich besser als vorher. Und wir haben auch noch unsere Schmelzerin später im Trocknen. Kann man machen. Ich würde sagen, kann man machen. Eieiei. Die Zeit verfliegt immer beim Bauen. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich anfange. Dekorieren. Wollt ihr dann dabei sein? Hier so Fackeln setze und so. Oder ich... Doch, ich finde, das sieht ganz gut aus. Von außen sieht es aus, als wenn einfach ein Gebäude wäre mit einer Mauer drumherum. Doch, gefällt mir eigentlich ganz gut. Gefällt mir eigentlich gut. Dann machen wir da auch noch so ein Dächleid drüber. So. Ja. Voll cute. Hat zwar alles so ein bisschen. Weiß ich auch nicht. Schon einen dunklen Vibe. Und das kann auch am Wetter liegen. Und wenn wir uns so ein bisschen am Mittelalter orientieren. Ich denke, da passt das farblich und vom Style her auch gut zu. Gut, ihre Rüstung vielleicht nicht so. Sägt nicht den Balken durch. Die brauche ich noch. Wir könnten. Hatte ich eine foltere Werkbank aufgestellt? Ich weiß nie, ob ich die Sachen jetzt bauen kann. Gefährten. Kann ich mir nicht leisten. 25 Stahlwaren und Silbern. Haben wir alles. Wo habe ich es hingetan? Wer hat sich's gemerkt? Ah, Rüstungsmacher müsste das sein, oder? Wir hatten auch noch Stahlwaren. Stahlwaren. Habe ich
den Zwirn jetzt gar keinen hier? Doch, da. Zack. So, dann können wir nämlich... Ist ja auch eine Werkbank. Ist doch irgendwie Rüstung. Irgendwie. So. Dann haben wir die auch. Ein paar Kisten müssen dann hier rein. Lampen. Müsste ich wieder Fackeln herstellen. Vielleicht dann die normale Werkbank. Auch noch hier rein. Weil wenn wir jetzt schon so ein großes Gebäude haben. Ups. Lass uns nochmal eben überlegen. Werkstatt technisch. Brauchen wir da jetzt noch irgendwas? Alchemie. Gerber und Leder. Schmiede und Schmelzen. Rüstungswerkbänke. Ich bräuchte noch eine zweite Rüstungswerkbank. Oh, da muss ich ja wieder... Nein. Nee, da verzichte ich drauf. Jetzt wieder nach speziellen Rüstungsschmieden zu suchen. Nee. Nee. Wir haben ja noch die andere Base. Lass uns jetzt mal abkühlen. Oh, schön. Ja, für den Moment bin ich auch... ist gerade unsicher. Was wir hier noch bauen können. Ich muss mir da jetzt erstmal in Ruhe ein paar Gedanken zu machen. Gibt jetzt dann heute mal keine 40 Minuten Folge. Ich warte jetzt erstmal auf Tageslicht und dann muss ich mir mal in Ruhe ein paar Gedanken machen, wie wir oder was wir hier noch hinbauen können. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei was auch immer. Ich weiß es im Moment echt noch nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao.